Moin Sinn und willkommen auf RunRide. Ich bin Marvin und darum geht es in diesem Video. Ich möchte mit euch über meinen Unfall sprechen, dann den aktuellen Stand, wie weit ich gerade bin und das in einem kurzen Video zusammengeschnitten, dann über die Folgen vom Unfall, sofern man das halt abschätzen kann. Und zu guter Letzt Ziele für mich, für meinen Kanal, wie es jetzt weitergeht. Solltest du jetzt zum ersten Mal von dem Thema hören, das Video zum Unfall und Vorgeschichte verlinke ich hier oben links. Der Unfall ist mit heute genau ein Jahr her und schon emotional bei mir verankert, obwohl ich den Tag eigentlich nicht auf den Podest stellen wollte. Egal, nun zum Unfall. Ich war mit einer Panigale VPS auf der Probefahrt und bin in einer Linkskurve gestürzt. Was mir erzählt wurde an den Unfall und die ersten 2 Wochen im Krankenhaus, kann ich mich überhaupt nicht erinnern, zum Glück. Wir also, René und ich, sind gefahren, rumgefahren. René ist auf meinem Motorrad hinter mir hergefahren. Wir waren dann schon auf dem Rückweg zum Händler und beim Abbremsen in einer Linkskurve hat es mein Vorderrad blockiert. Ich bin rechts auf die Schulter und auf dem Kopf geflogen, noch ein kurzes Stück über den Asphalt gerutscht und ja, der Graben hat meine Geschwindigkeit abrupt abgebremst und dadurch vermutlich die Schäden an meinem Körper angerichtet. Der Krankenhausbericht ist echt lang zu den Diagnosen. Absteigend nach Schwere und nur die gravierendsten. Ich hatte einen Genickbruch, eine Hirnblutung, einen Trümmerbruch im Lendenwirbelbereich. Der Hals konnte konservativ mit einer Halskrause geschient werden. Und im Lendenwirbelbereich habe ich jetzt ein Titanimplantat. Ja, bei jeder Flugzeugkontrolle, piep, piep, piep. Und ja, hier noch ein paar Bilder meiner Bremsspuren und meinen Verletzungen. Meiner Kombi ist verhältnismäßig wenig passiert. Doof, dass die so wenig abgefangen hat. Hätte sie mehr abgefangen, wäre es mir wahrscheinlich besser ergangen. Kommen wir zu meinem aktuellen Genesungsstand und das in dem kurzen Video zusammengeschnitten. Was in diesem Video nicht reinpasste, ich muss jeden Tag Übungen machen
um meine Nerven neu anzulernen und meine verlorenen Muskeln wieder aufzubauen. Koordination, Gleichgewicht, Schnelligkeit, Ausdauer und Muskelaufbau. Ja, viel zu tun. Ich weiß aber nicht, ob es wirklich geht, ob ich die Einschränkungen, die ich jetzt habe, wegtrainieren kann. Aber mein Motto ist, niemals aufgeben, niemals. Kurz- und mittelfristige Folgen vom Umfallen. Ich habe ca. 15 Kilo verloren, eine Halskrause wegen dem Genickbruch, Implantat im Lendenwirbelbereich, ja, und die Schulterschmerzen in gewissen Bewegungen und die Hirnblutung und natürlich dadurch jetzt mittelfristige Folgen. Kognitive Schwächen, Wortfindungsstörungen, Gedächtnisprobleme, weitere Folgen sind noch nicht ganz abzuschätzen, weil noch einige Untersuchungen ausstehen. Manchmal ist es echt schwierig, die ganzen Ärzte und die Diagnosen zusammenzubringen. Am Ende wird dir keiner helfen und jeder guckt nur auf seinen Blickwinkel. Die schicken dich auch über A nach Q zu H. Ja, das Gesundheitssystem, wenn du echt Probleme hast, ist echt zum Kotzen. Viel zu viel, echt. Nun ja, genug rumgeheult. Kommen wir nun zu den Zielen für mich und für den Kanal. Wieder joggen zu können, zu lernen, Fahrrad und Moped zu fahren. Prio ist für mich natürlich auch genau in dieser Reihenfolge. Jetzt kommt das typische Lala, Privatleben ist am wichtigsten, bla bla. Ich muss mich auf mein Privatleben konzentrieren, bla 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 bla. Das Privatleben ist weiterhin wichtig für mich. Natürlich ist es mein Wunsch, erfolgreich mit dem Kanal zu sein und deswegen geht es hier auch weiter. Punkt. Ich möchte wieder mindestens einmal pro Monat ein Video machen. Art des Videos muss ich mal schauen. Noch kann ich ja nicht Motorrad fahren. Aber das lässt man meine Sorge sein, was ich dann veröffentliche. Aber es wird thematisch hinpassen. Ja, ganz ehrlich, einen Scheiß werde ich tun und hier ein Moralapostel spielen. Ihr trefft eure eigene Entscheidung und ihr habt Glück, wenn die Entscheidung falsch ist und ihr nochmal eine zweite Chance bekommt. Ich hatte das Glück und ich habe diese zweite Chance bekommen, um aus dem Fehler zu lernen. Lernen durch Schmerz. An dieser Stelle möchte ich noch ganz herzlich René danken. Danke dir, ohne dich wäre ich wahrscheinlich nicht mehr hier. Das war's auch schon kurz und knapp von meinem Unfall. Wenn ihr noch Fragen habt, einfach in die Kommentare. Ich hoffe, wir sehen uns weiterhin. Danke fürs Anklicken und bleibt wohlauf. Bis dahin. Macht dich gut. Ciao, ciao.